Guten Morgen, Alex. Was ist Selbstablehnung und wie kann man sie überwinden? Selbstablehnung kann ein herausforderndes und schmerzhaftes Gefühl sein. Hier sind einige Strategien, die Ihnen bei der Bewältigung helfen können. Erst, Selbstbewusstsein. Der erste Schritt beim Umgang mit Selbstablehnung besteht darin, sich dessen bewusst zu sein. Erkennen Sie Ihre negativen Gedanken und Gefühle sich selbst gegenüber und erkennen Sie, dass Sie nicht der Einzige sind, der diese Art von Gefühlen erlebt. 2. Üben Sie Selbstneigung. Versuchen Sie, freundlich und mitfühlend zu sich selbst zu sein, so wie Sie es zu einem engen Freund tun würden. Erlauben Sie sich, Fehler zu machen und denken Sie daran, dass niemand perfekt ist. Die Kultivierung von Selbstmitgefühl kann Ihnen helfen, Selbstablehnung entgegenzuwirken. 3. Fordern Sie Ihre negativen Gedanken heraus. Untersuchen Sie Ihre negativen Überzeugungen über sich selbst und fragen Sie sich, ob sie vernünftig und realistisch sind. Oft sind unsere negativen Wahrnehmungen verzerrt und spiegeln nicht die Realität wider. Fordern Sie diese Gedanken heraus und ersetzen Sie sie durch positive, realistische Affirmationen. 4. Üben Sie Selbstfürsorge. Nehmen Sie sich Zeit und Mühe, um auf sich selbst aufzupassen. Dazu können Aktivitäten wie regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Ruhe und die Teilnahme an Aktivitäten gehören, die Ihnen Spaß machen. Selbstfürsorge stärkt Ihr emotionales und körperliches Wohlbefinden, was Gefühlen der Selbstablehnung entgegenwirken kann. 5. Suchen Sie Unterstützung. Sprechen Sie mit jemandem, dem Sie vertrauen, über Ihre Gefühle der Selbstablehnung, sei es ein Freund, ein Familienmitglied oder ein Psychologe. Das Teilen Ihrer Gefühle kann die emotionale Belastung lindern und andere Perspektiven auf die Situation gewinnen. 6. Arbeiten Sie an Ihrem Selbstwertgefühl. Selbstablehnung ist oft mit einem geringen Selbstwertgefühl verbunden. Arbeiten Sie daran, Ihr Selbstwertgefühl zu stärken, indem Sie Aktivitäten durchführen, die Ihnen ein gutes Gefühl geben, sich erreichbare Ziele setzen und Ihre Erfolge feiern, so klein sie auch sein mögen. 7. Suchen Sie professionelle Hilfe. Wenn die Selbstablehnung anhält und sich negativ auf Ihr tägliches Leben auswirkt, sollten Sie die Hilfe eines Therapeuten oder Beraters in Betracht ziehen. Ein Psychologe kann zusätzliche Unterstützung und spezifische Techniken zur Bewältigung der Selbstablehnung bereitstellen. Denken Sie daran, dass die Überwindung der Selbstablehnung Zeit und Mühe erfordert. Seien Sie geduldig mit sich selbst und geben Sie sich die Erlaubnis, zu wachsen und sich zu verbessern. Lehrer, Trainer und Autor Danny Medrano. Dankeschön. Bis bald.